Also ganz allgemein geht es uns darum, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der seit mehr als einem Jahr in Österreich angekommen ist, bei allen Menschen ankommt. Alle, die hier hart arbeiten, die unsere Kinder betreuen, die sich in der Gemeinschaft solidarisch betätigen, das ist uns wichtig. Und dabei setzen wir auf drei große Themen. Das eine sind Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen bis 2020 hier 200.000 mehr Arbeitsplätze schaffen und auch dafür Sorge tragen, dass Arbeit auch gerecht entlohnt wird. Und daher die klare Forderung nach dem Mindestlohn von 1.500 Euro, weil wir genau für die unteren Einkommensschichten hier ein Einkommen zum Auskommen sozusagen garantieren wollen. Dann geht es uns um das große Thema der Steuergerechtigkeit. Wir wollen die Steuerflucht internationaler Großkonzerne hier stoppen und gleichzeitig eine Steuerentlastung für alle Menschen in Österreich schaffen, indem wir die ersten 1.500 Euro Einkommen steuerfrei machen für alle. Das ist uns ganz wichtig. Und die soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. Das ist der dritte große Punkt. Da geht es um faires, gutes Bildungssystem für alle, hervorragendes, faires Gesundheitssystem für alle Menschen in diesem Land und ganz stark natürlich auch um die sicheren Pensionen für alle Pensionisten und Pensionistinnen. Da geht es uns ganz stark bei jungen Menschen um dieses wichtige Thema der Bildung und der Ausbildung, weil je höher die Bildung und die Ausbildung, desto höher die Chancen am Arbeitsmarkt. Und davon profitiert wirklich jeder. Und jeder junge Mensch soll die Chancen haben auf eine gute Ausbildung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das ist uns ganz wichtig. Und dafür haben wir uns schon eingesetzt. Da gibt es die Ausbildungsgarantie bis 25, die wir schon kennen, um das auch zu gewährleisten. Da setzen wir auch auf das Thema digitale Bildung, Stichwort Gratis-Tablet für alle Schülerinnen und Schüler nach der Volksschule und Gratis-Laptop ab der 9. Schulstufe. Auch eine ganz wichtige Ausbildungsoffensive. Wir wollen auch die Lehre hier aufwerten, indem wir hier uns einsetzen für 700 Euro Lehrlingsentschädigung ab dem zweiten Lehrjahr. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und auch das Thema Gratis-Führerschein zur Zeit der Berufsschule ist auch ein wichtiges Thema, wie wir hier ansetzen wollen. Und auch das wichtige Thema des leistbaren Wohnens. Das ist für viele Jugendliche ein Problem. Hier wollen wir auch ansetzen, indem wir hier Initiativen setzen. Eine wichtige Frage. Der Unterschied liegt im Weltbild. Die SPÖ steht seit jeher, seit ihrer Gründung, für die soziale Gerechtigkeit. Und bei dieser Wahl, die jetzt uns ins Haus steht, wird es darum gehen, eine Wahl zu machen zwischen jenen, wie uns, denen es darum geht, die Gesellschaft nach vorne zu bringen, indem wir die Gesellschaft fairer, gerechter und sicherer machen, und zwischen anderen, die hier in der Gesellschaft eher aus einer Position der Stärke Schwächere attackieren und eine Politik für wenige machen. Wir wollen eine Politik für viele machen.